Bist du ready, Corinna? Völlig. Alles dabei, was wir brauchen. Heute sind wir... Oh. Was ist das? Hoi! Fängst du schon da raus? Ja, ja, wir fangen schon an. Corinna. Ratet mal, wo wir heute sind. Wir sind heute in meinem absoluten Lieblingskleiderladen. Im Bo in Liechtensteig. Das ist ein Laden, wo Secondhand, Second Season, von nachhaltig bis neu, Musterkollektionen und einfach ein Mix an verschiedensten Fashion-Mode hat. Und ja, ich freue mich jetzt riesig, dass wir hier bei der BEA zu Gast sein dürfen und mit unserem Künstlerleben uns ein paar neue Aufgaben stellen. Ich kann nicht nur Kugeln malen, ich sag's dir. Ich habe auch Angst. Gell? Mega Angst. Wir haben ja ein Team. Warte mal kurz, So, wie fühlt sich das an, da drin? Oh, Entschuldigung. Ist eigentlich schon meine. Da draussen, wenn es meine Aufgabe ist folgendermaßen: wir wählen uns gegenseitig ein Kleidungsstück aus, das einen vielleicht fasziniert, vielleicht fremd ist. Ich habe jetzt hier gerade so etwas, wo ich einfach wirklich laut haben müssen lachen. Und Chantal, ich lade jetzt Chantal ein, dass sie ein Porträt malt von der Person, die das würde anlegen. Das ist natürlich eine weite Reise in die Imagination und ich bin sehr gespannt, wie es rauskommt. Corinna, dein Kleidungsstück für ein Porträt ist einerseits das, aber es kommt noch etwas dazu. Ah, du hast dir ganz viel überlegt. So cool, hey. Mit dem zusammen. Wäre mir nie in den Sinn gekommen. Okay, Challenge ist angenommen. Ja, ja. Jetzt hast du wieder den schönen Pinsel, kann ich den wieder haben? Ich habe ihn gar noch nie gehabt. Darfst du mal rausleinen? Wie sieht sie aus? Ist es eine Frau? Ja. Also, es sieht schon eher aus. Willst du mir sagen, dass ich es wissen will? Das ist jetzt total interessant für mich, wenn es ein Bau für einen Mann das ist. Ich habe einfach gerade das erste habe ich die Haare gesehen. Ich habe wirklich gerade gesehen, sie hat schwarze Haare und es muss eine spezielle Frisur sein. Und nachher hat es sich ergeben. Und dann sind plötzlich die roten Lippen gekommen. Ich habe gefunden, es muss eine Person sein, die irgendwie wie da steht mit ihrem ganzen vollen Wesen und irgendwie so ein Kunstwerk sein. Ist das du? Nein? Wieso meinst du, ich muss eine neue Frisur haben? Ja. Das ist sie, das so. Nur mit Terror. So. Wow! Ah, ja, genau! Hey, super drauf! Hey, wie ist sie entstanden? Hey, die ist wirklich auf dem Papier entstanden. Ich habe schon ein Gefühl gehabt, sie ist wirklich während dem Machen entstanden. Und das ist eine super coole junge Frau. Ich meine, mit den Schuhen, die mich total inspiriert. So urban, so etwas Punkiges. So etwas Klares. Ich habe eigentlich so ein tolles Teil gefunden, das du da zusammengesetzt hast. Ich kann. Tschüss! Ciao zusammen!